Ich bin Patrick Gensicke, bin 17 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Werder Hafen. Neben mir ist... Ich bin Angelique Brandt, bin ebenfalls 17 Jahre alt und komme aus Neutürblitz. Wir möchten Sie... Und euch... einladen, die Karl-von-Setzky-Oberschule mit angegliederter Primarstufe besser kennenzulernen. Frau Lenius, können Sie uns bitte etwas über das Projekt Unsere Heimat, unsere Schule erzählen und was Besonderes an dem Imagefilm ist? Es ist ein Imagefilm, der entstanden ist aus Sicht der Schüler der 10B. In dem Imagefilm geht es um die Entwicklung der Ausbildungsfähigkeit. Es geht darum, dass die Schüler der Klasse 10B, also ihr, Kompetenzen erlangt. Ihr werdet in die Lage versetzt durch diese Arbeit, die ihr mit dem Imagefilm macht, zu filmen, zu recherchieren, zu hinterfragen. Ich habe zwei Jungs hier an der Schule, einer in der zweiten Klasse, den Tobi, und einer in der fünften, der Julian. Und die gehen beide total gerne hier zur Schule, weil erstens die Lehrer total toll sind, eine ganz freundliche Umgebung. Es ist hier alles noch ein bisschen behütet, noch nicht so riesengroß. Und es wird auch ganz viel gemacht mit den Kindern. Wir befinden uns hier im Büro der Leiterin der Primarstufe. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an unserer Schule? Die Karl-von-Ossietzky-Oberschule mit angegliederter Primarstufe vereint Grund- und Oberschule. Das bedeutet, bei uns können die Schülerinnen und Schüler von der 1. bis zur 10. Klasse gemeinsam an einem Schulstandort lernen. Langes, gemeinsames Lernen, das bieten wir, und das bedeutet für alle Vertrautheit und Beständigkeit. Bei uns finden natürlich viele gemeinsame Projekte statt. Das bedeutet auch gemeinsames Lernen, unter anderem große Lesen für Kleine und unsere Projektwochen. Hallo, ich bin Lian Beckmann, ich bin 16 Jahre alt, komme aus Chemnitz, wurde in Potsdam geboren. Ich liebe es, meine Zeit hier an so einen Orten zu verbringen, weil ich die Natur liebe. Und hier spiele ich auch gern Gitarre, bin mit meinen Freunden oft hier. Ja, meine Familie liebe ich über alles, auch wenn wir manchmal sehr viel Streit miteinander haben, aber nichts geht mir über meine Familie, denn das ist ja auch sozusagen ein Stück Heimat für mich. Ich heiße Jasmin Kai, bin 16 Jahre alt und wohne in Fürben. Meine Lieblingsfächer sind Biologie und Sport. Ich habe selber einen kleinen Hund und würde gerne den Beruf Physiotherapeutin erlernen. Meine Hobbys sind
Reiten und Sport. Ich gehe gerne reiten, liebe auch Pferde und mache gerne bei Turnieren mit. Mein Lieblingsplatz in meinem Dorf ist da, wo meine Familie ist, weil sie mir das Wichtigste in meinem Leben ist. Hallo, ich heiße Michelle Linkert, bin 15 Jahre alt und komme aus Werder. Ich bin am 20.06.2000 geboren in Halberstadt. Mein Lebensmotto ist Life is what you make it. Meine Lieblingsplätze ist hier zum Beispiel am Plessauer See, da bin ich sehr gern mit meinen Freunden und so. Meine Lieblingsmenschen ist meine Familie und ganz wichtig auch meine Freunde, die brauche ich auch. Was ich mal werden möchte, ich möchte mal gerne Erzieherin werden, weil es macht mir einfach Spaß, mit Kindern zu arbeiten, denen was beizubringen und so, ja. Also mein Name ist Martin Nutschel, ich bin 16 Jahre alt, geboren am 22.09.1999 in Potsdam. Ich lebe hier in Werder. Heimat ist für mich einfach alles hier in Werder, da ich meine Ruhe habe, meine Familie, meine Freunde. Und die sind mir auch halt wichtig. Die möchte ich halt nie verlieren. Und das ist mir halt sehr am Herzen gewachsen an dieser Stadt, dass ich einfach alles in der Nähe habe. Also mein Name ist Kevin Gerke, ich komme aus Werder-Havel. Wurde in Potsdam geboren. Ich wohne in Werder, seitdem ich geboren bin, sozusagen. Ja. Ich liebe diese Stadt, weil sie sehr speziell ist in manchen Fällen, weil sie ist auch sehr spannend. sie ist, also es gibt einmal im Jahr Baumblüte. Das finde ich an dieser Stadt sehr gut. Oder das liebe ich an dieser Stadt. Und meine Lieblingsfächer in der Schule sind Sport, Kunst und was noch? Deutsch vielleicht noch? Wir haben ein Leitbild und das Leitbild dieser Schule findet sich auch im Schulprogramm wieder. Unter anderem finden wir da solche Sachen wie, dass wir traditionsbewusst sind, dass wir tolerant sind, dass wir offen sind, dass wir couragiert sind. Und einige Sachen möchte ich mir gerne rausgreifen und euch auch erklären oder dir erklären, was das ist. Wir sind nämlich eine projektorientierte Schule. Eins, zwei und drei! Wir machen sehr viele Projekte, sehr schöne Projekte. In einem Projekt stecken wir gerade. Das ist ein INISEC-Projekt, ich habe das vorhin schon mal erklärt. Dann gibt es Comenius-Projekte, da haben wir wunderbar getanzt. Wir haben ein wunderbares Romeo und Julia-Spektakel erlebt. Und wir haben gerade die Projektwoche Plötzlich Nachbarn, wir helfen Fremden. Wir sind traditionsbewusst. Es gibt Campusfeste, es gibt Schulfeste, es gibt Sportfeste, es gibt Wettbewerbe. Ich heiße Lina Hilber, bin 15 Jahre alt und wohne in Deetz. In meiner Freizeit fahre ich gern Inliner, treffe mich mit Freunden und gehe ins Fitnessstudio. Mein Lebensmotto ist, gib jeden Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. In meinem späteren Leben würde ich gern in einer großen Stadt leben mit vielen Einkaufsmöglichkeiten. Meine Lieblingsfächer sind Sport, Kunst und Musik. Nach der 10. Klasse habe ich mich dazu entschieden, ein Fachabitur zu machen und anschließend möchte ich den Beruf Erzieher lernen, da mir das Zusammensein mit Kindern sehr viel Freude bereitet. Ich heiße Laura Merten, bin 15 Jahre alt und komme aus Deetz. In meiner Freizeit tanze ich sehr gerne. Später würde ich gerne mal eine Zeit lang in Amerika wohnen. Außerdem sind meine Lieblingsfächer Kunst und Chemie. Da ich mich sehr für die naturwissenschaftlichen Fächer interessiere, möchte ich eine Ausbildung zur biologisch-technischen Assistentin machen. Wenn ich mich an die Schulzeit zurückerinnere, erinnere ich mich sehr gerne an das Romeo und Julia-Projekt.
Die Lehrer achten auf die Regeln, das heißt, dass sie nicht einen bestimmten Schüler bevorzugen, sondern dass sie alle gleich behandeln. Die Anforderungen der Schule sind mir klar. Das heißt, wenn ich einen Abschluss haben möchte, muss ich gewisse Leistungen erbringen. In der 7. Klasse haben wir Klassenregeln erstellt zusammen. Diese haben wir unterschrieben und also, dass wir uns daran halten sollen. Ich finde es gut an unserer Schule, dass unsere Klasse zusammen Regeln erarbeitet hat, die wir auch versuchen einzuhalten. Unsere Lehrer helfen uns bei Schwierigkeiten, wenn manche zum Beispiel nicht so gut in Rechtschreibung sind und eine Leserechtschreibschwäche haben, dann helfen sie uns. In der Klasse besprechen wir Probleme, wenn zum Beispiel welche auftreten, werden die direkt besprochen. Die Lehrer erklären uns auch öfters den Themenkomplex nochmal, wenn wir es nicht verstehen, wird es anhand eines Beispiels oder gar nochmal komplett durcherklärt. Gewalt spielt in unserer Schule eine minimale Rolle, was ich eher enttäuschend finde. Und wir haben in der Klasse damals zusammen Regeln erarbeitet, die wir auch einhalten, einigermaßen. Ja, wir können unsere Räume leider nicht selbst gestalten und sehen, also die Räume sehen so langweilig aus. Also ich muss sagen, ich war ganz begeistert vom Projekt insgesamt. Ich habe viel über euch gelernt, über die Klasse gelernt, habe viel Neues erfahren, so wo jeder von euch zu Hause ist. Es hat mich beeindruckt, muss ich sagen, wie ihr so auch in einer Gruppe zusammengearbeitet habt. Und ich fand es auch spannend, so zuzuschauen und zu entdecken, wer von euch in den Gruppen so eine Führungsrolle einnimmt und wer in der Gruppe dann auch manchmal ja, sich schneller unterordnet als der andere. Und ich denke auch, dass das Projekt manch einen zum Nachdenken gebracht hat, weil ich glaube, so wirklich Heimat, was ist das eigentlich? Ich denke im Nachhinein, dass Jugendliche sich darüber keinen großen Kopf machen am Anfang. Wir sind bewegte Grundschule und das ist besonders spürbar bei den sportlichen Wettkämpfen, wie zum Beispiel Crosslauf, Hochsprung mit Musik, Zweifelderballturniere, Fußballturniere und ähnliches. Da ist immer viel los, die Begeisterung ist groß. Bewegte Grundschule heißt aber auch, in den Pausen bieten wir die Möglichkeit, dass die Kinder sich richtig austoben können. Ihr habt mit diesem Imagefilm einen Film entwickelt, der etwas über eure Heimat sagt, über eure Schule aussagt, über euch selbst aussagt. Und ihr habt dazu einen Ordner entwickelt im Kontext zur Schule, zu eurer Heimat. Ich glaube, ihr habt jetzt ein ganz anderes Empfinden eurer Schule und eurem Lernort gegenüber und natürlich der Stadt Werder gegenüber. Ich heiße Johann Grün, bin am 31.03.2000 geboren und bin gerade 16 Jahre alt. Gehe auf die Karl von Nozetzky Oberschule und mache in diesem Jahr meinen Abschluss und werde danach auf eine Berufsschule gehen. Ja, ich gehe gern mit meinen Freunden nach der Schule Longboard fahren, mit Kevin und mit Eugen. Sonst höre ich gern Musik und bin in der Natur. Ich wohne in Großkreuz. Ich mag Großkreuz wegen der Natur, aber weil man auch einkaufen gehen kann. Und Werder mag ich auch, weil es für mich wie ein zweites Zuhause ist, weil ich halt die meiste Zeit am Tag hier verbringe. Ich heiße Caroline Friedrich, bin am 25.04.2000 geboren, bin 16 Jahre alt. Ich wohne in Großkreuz, habe eine Schwester, die ist 21 Jahre alt. Ich treibe gerne Sport, zum Beispiel im Fitnessstudio oder auch freizeitlich zu Hause. Ich treffe mich gerne mit meinen Freunden, zum Beispiel an der Regatta. Und ich höre gerne Musik. Mein Name ist Eugen Grund. Ich wohne in Türblitz. Mein Alter ist 16 Jahre. Ich wurde am 25.01.2000 geboren. Mein Lebensmotto ist, in der Ruhe liegt die Kraft. Meine Hobbys sind Feuerwehr und Longboardfahren.
Mein Lieblingsessen ist Spaghetti Bolognese. Meine Lieblingsmusik ist Rammstein. Wenn ich mich für einen Beruf entscheiden müsste, dann wäre das Kfz-Mechatroniker, weil ich gerne mit Autos arbeite. Wenn ich die Jahre zurückschaue, dann erinnere ich mich ganz gerne an die Zeit, in der ich meine Freunde kennengelernt habe. Und was ich außerdem noch sagen möchte, ist, dass ich meine Freunde sehr mag. Mein Name ist Vanessa Strauch. Ich wurde geboren in Potsdam am 26. Februar 1999. Ich wohne zurzeit in List, also ich habe vorher in Baden-Württemberg gewohnt, bin jetzt vor 2 Jahren hier hochgezogen. Meine Hobbys sind Schwimmen gehen im Sommer und meine Lieblingsfächer sind Kunst und Musik. Ich habe ein paar Freunde hier im Dorf gefunden, Pauline und Lisa und Marvin. Mit denen treffe ich mich auch öfters hier an der Badestelle. Ich habe einen Hund, mit dem mache ich auch sehr viel. Hallo, das ist Frau Freiber. Sie hat unser Projekt geleitet und dann kommen wir auch gleich zu meiner Frage. Wie kam Sie auf die Idee, das Projekt zu machen? Ja, also ich bin seit 12 Jahren an dieser Schule als Sozialarbeiterin tätig. Mein Arbeitgeber ist das Diakonische Werk Potsdam-Mittelmark. Und ich habe viel gelernt hier an der Schule und Projekte sind meine Leidenschaft. Ich mag Projekte, wo Schüler im Mittelpunkt stehen, wo die in der Lage sind, hoffentlich bald, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit auch zu werden. Besonders auch nach der Schule, dass man gut zurechtkommt mit dem Beruf. Was hat es jetzt mit unserer Heimat, unserer Schule zu tun? Ich denke, wenn Leute über sich selber nachdenken und ihr Umfeld und ihre Heimat, können sie auch etwas über den Tellerrand hinaus gucken und mit anderen besser kommunizieren und gemeinschaftlich werden und einfach gut sich in die Gesellschaft einfügen. Und was hat Ihnen an diesem Projekt am meisten Freude bereitet? Am meisten Freude mit Schülern macht mir immer, Experimente mit denen zu machen. Zum Beispiel, ja, Klangschale, wo ihr alle euch auf die Tische legen musstet und mal den Klang der Schale hören und auf euch selber achten, macht man ja nicht so gerne mit 16, 17. Was habe ich für eine innere Stimme? Das sagt sich ja keiner, ja. Das hat mir besonders Freude gemacht, auch was rauszukitzeln aus euch. Ich hoffe, es gelungen.